Liebe Wählerinnen und liebe Wähler, mein Name ist Johanna Bartholdi, ich bin Gemeindepräsidentin von Egerkingen und ich will im Nationalrat. Das ist das älteste Gebäude von Egerkingen, die alte Mühle, die 1614 erbaut wurde. Trotz einiger Umbauten ist der wesentliche Teil der Bausubstanz noch im Original erhalten. Das ist nachhaltig. Den Wert der Nachhaltigkeit müssen wir in allen Bereichen anvisieren. Jetzt möchte ich einen Blick in die Zukunft wagen. Ich möchte in den Nationalrat, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, den heutigen oder zukünftigen Generationen eine Schweiz zu übergeben können, in der die Erfolgsgeschichte kann weitergeschrieben werden. Eine Erfolgsgeschichte, die massgeblich von der FDP ist beeinflusst wurde. Dazu gehört gesicherte Altersvorsorge, gute Berufschancen für Jung und Alt und zahlbare Krankenkassenprämien. Das alles bringt aber nichts, wenn wir die Herausforderungen des Klimawandels nicht meistern können. Für das brauchen wir Offenheit gegenüber technischen Innovationen und neuen Technologien. Wir brauchen eine substanzielle Förderung der Forschung und der Aus- und Weiterbildung. Wir müssen Anreize schaffen, dass sich Eigen- und Selbstverantwortung lohnt. Wir brauchen kreative Ideen und den Mut, neue Wege zu gehen. Darum braucht es ein Parlament mit starken Parteien, die sich nicht nur auf ein Thema fokussieren, sondern die Lösungen suchen im Einbezug der Menschen, der Umwelt, der Gesellschaft und der Wirtschaft. Also ganzheitlich denken und handeln. Aber es ist schon so, der Erfolg der Schweiz liegt nicht in diesen Karten, sondern bei euch. Geht stimmen. Eure Stimme am 20. Oktober würde mich besonders freuen und ich danke jetzt schon dafür. Denkt daran, am 20. Oktober geht wählen.